So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Harry Potter 1 bis 4. Ich bin Schülkönig 567. Heute starten wir ein Let's Play Together mit mir eben, Schülkönig 567 und Flame the Water God. So, wie man schon an der Musik erkennt, spielen wir eben Lego Harry Potter, ein sehr lustiges Spiel. Und jetzt gucken wir uns erstmal in Ruhe das Intro an. So, ja, die Narbe ist schon nicht schwer zu übersehen. Hier der fette Hagrid. Und das Intro, wie man gerade sieht, ist nicht gerade nicht gut gemacht, weil es etwas viel überspringt. Ja, okay. Das ist eher eine Vorschau. Ja, okay, das wollen wir uns euch mal jetzt nicht antun. Also wir drücken jetzt mal Start, wir spielen das Spiel blind. Und wir spielen jetzt mal Spieler 1 und Flame Spieler 2. Also cool, ich kann ja auch X drücken, wenn du X drückst. Ja, toll. No. So, erstmal automatisch speichern. Okay. Ja. So, jetzt gucken wir uns nochmal ein neues Intro an. So, das ist schon mal hier Fresh D oder Professor Dumbledore. Und das ist komisch an den Lego-Teilen. Nie wird gesprochen, das wird euch noch auffallen. Es werden immer so eine komische Geräusche, so Es wird nie gesprochen. Aber die Lego-Teile sind echt lustig. Das werdet ihr im Verlauf des Spiels noch sehen. Ja, jetzt eben der fette Hagrid. Und oh ja. Blumen. Ich fühle mich geschmeichelt. Okay, jetzt haben wir hier gerade die Szene, wie Harry Potter gerade zu seinen, genau, zu seinen Onkel, die echt hässlich und dumm sind, abgelegt wird. Oh, haben wir gleich mal ein paar Jahre übersprungen? Oh ja, einige Jahre. Und er spielt, er ist jetzt hier in so einer dummen Kammer. Und das ist sein hässlicher Bruder. Dudley, hier unser Experte. Und ein hässlicher Vater. Hogwarts, was ist Hogwarts? Nein, nicht. Oh, Autsch, das hat weh. Oh ja, die Tauben oder Eulen sind echt super toll animiert. Naja, es ist eben Lego. Jetzt wird er anscheinend dafür bestraft, dass es ein Brief ist. Scheiße, wir werden vom Brief umfesselt. Nein, wir werden sterben. Zu viele Briefe. Und der ist erstmal. Hui. Jetzt gehen wir wahrscheinlich ins Zoo, oder? Alle jetzt. Ich glaube, ja. Ja, okay, das ist jetzt etwas viel übersprungen. So, jetzt, wenn es am ersten Teil kommt, dann wird jetzt Harry kommen. Ja, bin ich toll. So. Ja, er lacht sich erstmal nach. So, das ist jetzt etwas komisch, die großen Verhältnisse. Wer Harry Potter kennt, Hagrid, der fette Große, der ist eigentlich ein paar Köpfe größer als Harry Potter, zumindest noch im ersten Teil. Jetzt hier in der Winkelgasse, zu Legal Cauldron. Mal sehen, was wir jetzt hier machen werden. Die Magie beginnt. Welcher Spieler bist du? Ja, gut, der Start. Warte mal. Bist du das? Patrick Start hatte. Ja, cool, dann starten. Oh, ich bin Hagrid. Ich bin schon mal cool und fett. Oh, jetzt machen wir erstmal alle kaputt. Stirbt. Okay. Ich kann Wingardium Leviosa, das kannst du nicht. Und diese kannst du es. Weil Wingardium Leviosa kommt erst zum Schluss. Den lernt man erstmal, den Trick. Den muss man erstmal lernen. So, wir sammeln jetzt erstmal Münzen. Das bringt uns das. Wir können nachher dann Charaktere freischalten von den Münzen. Das ist in allen Lego-Teilen so, denke ich mir mal, in dem dann hier auch. Oh, ich habe schon viel mehr Münzen als du. Ja, ich würde gar nichts. Ich glaube, wir wollen noch. Oh, ich kann den Guardium Leviosa einzaubern. Ah, hier kann man. Okay, du musst hier drauf, du musst hier drauf. Da, ja, genau. Oh, wir sind so welche Pro-Gamer, ey. Auch wenn wir es blind spielen. So, du musst den Kelch da holen oder den Schlüssel da. Was soll ich denn drücken? Weiß ich nicht, ich drücke alles auf. Ah, okay. So, guck mal, ob du runterspringen kannst.
wäre cool, so ein übelst cooler Freestyle-Move. Oh yeah. Jetzt leg den da rein. Mann, ah. Cool. Und jetzt drehen wir mal. Du musst mal irgendwie. Oh, cool. Mein Geld. Nein, mein Geld. Und jetzt angekommen in der Winkelgasse. Nein, noch nicht. Wir müssen erstmal die Teile hier zusammen mit Wingardium Leviosa, den ich hier schon kann und du ja nicht. Sammeln wir erstmal noch Steine, machen alles kaputt, was du auch noch nicht kannst, aber du es gleich machen wirst, weil du wahrscheinlich bald einen Zauberstock kriegst. Zauberstock? Ja, mal gucken wir uns mal an, wie unser Zauberstab hier aussieht. Das erinnert eher an eine Rakete. Dann komm mal mehr zu mir, damit wir in einem Bildschirm sind. Oh, ne? Oh, ui. Und nochmal. Nee. Oh, guck mal, da können wir irgendwas machen. Hallo. Hallo. Oh, und wir können rein. Und wir haben irgendwas gefunden. Oh, der erste Teil vom Slytherin raus. Oh, das sagt hier unser Pro. Oh, eine Schere. Und einen blauen, den krieg ich. Da bringt nämlich 1000. Hau ab, hau ab. Hau ab. Oh, und ich hab den blauen gekriegt. Nein, ich hab ihn. Nein, ich hab ihn. Guck mal, wir können Leute sinnlos schwimmen lassen. Und können wir gleich noch einen Zaubertrick machen? Stimmt. Alter, ich hab mich. Oh, guck mal, was ich mach. Alter, guck dir das an, wie ich durch rollen kann. Wie machst du das mit Wetter? Check. Oh, da mach ich hier die ganze Zauberstunde. Okay, wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal zur Bank. Ich muss mal zurück, ne? Komm mal her, wieder. Komm, die dauert nicht. Okay, wir müssen jetzt hier Gegenstände finden, die hier über dem Zauberdeckel rumlaufen. Und die dann da reinmachen. Oh, und ein Eis, ein Schokoeis. Das machst du jetzt mal da rein. Und wir brauchen noch Blumen, die noch fehlen. Und die Blumen haben wir auch im Zauberkessel. Was fehlt uns denn jetzt noch? Eine Spinne. Das ist bestimmt hier dran. Oh, bin ich gut. Ich bin so ein Pro. Auch wenn ich jetzt blind bin. Wir haben alles. Ah, okay. Hui, super, super. Komm, irgendwo muss es blau geben. Hat er? Nein, den hast du gekriegt. Nur sehr starke Charaktere können schwere Ketten ziehen. Oh mein okay, Gott. Jetzt bin ich dran. Nein, du bist nicht cool genug. Oh, doch. Nein, Alter. Komm, jetzt mache ich das mal. Jetzt kommt der fette Hagrid. Alter. So, jetzt können wir auch schon in die Bank rein. Aha. Und hui, bauen. Und yeah. Guck mal, hier kann man noch schon was bauen. Hallo. Guck mal. So. Hui. Ja, ich hab sie einfach nicht gemacht. Guck mal, hier sind irgendwelche komischen Lampen. Und wir haben sie repariert. Eine von 8, das heißt, müssen die anderen fehlende. Ah, hier. Sammel du mal die Steinchen rein. Ich mach hier die coole Drecksarbeit. Weil ich du ja noch nicht. Ich hab einen Tausender gefunden. Na toll. So, 4 von 8. Oh, das hagelt ja hier richtig Steine. Gucken, ob wir hier auch schon welche kaputt machen können, töten können und so. Hier, Lord Voldemort kommt jetzt bestimmt rein und jetzt machen wir ein übelst cooles Duell. Oder auch nicht. 7 von 8. So, guck mal, die können jetzt besser öffnen. Das ist halt ein Charakter-Exzent. So, und wir haben irgendwas gekriegt, oder? Nein. Das war nur Spaß an der Freude. So, wir sollen uns jetzt hinstellen und die Tasse hier drücken. Hallo! Ich bin fetter Hagrid. Und der malt da hinten oder schreibt oder. Ich bin der fetter Hagrid, ne? Ich brauche Aufmerksamkeit. Ich brauche Aufmerksamkeit. Ich bin so hässlich. Hm? Hallo. Guck mal, was ich gefunden habe. Ui, ein Kind. Vergewaltigt. Oder auch nicht. Nee, nicht Fleisch. Ja, ein Schlüssel mit einem Lego Harry Potter Anhänger. Toll. Oh, ihr malt ein witziges Bild. Ein Haus. Ein Haus mit Sonnenblume. Das ist echt lustig an diesem Harry Potter, also Lego Harry Potter Teil. Da passieren echt lustige Sachen. So kleine Gags wie gerade eben. Sowas kommt da öfters mal vor. Ah, ich hab einen 10.000 Anhänger. Und bevor jetzt der Part zu lang wird, beenden wir diesen Part und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.